Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch den Food-Prozessor-Aufsatz, der passt für Monsieur Cuisine Smart, Connect oder der Trend. Der passt der auf alle drei Maschinen drauf. Der ist halt im Prinzip ganz einfach aufgebaut. Da sind die Zubehörteile dazu, also hier ist die Scheibe, wenn man die so einsetzt, wird es halt hier gerieben. Und wenn man mit dieser Seite einsetzt, dann kann man Scheiben schneiden. Ich hole erstmal den Messer raus. Und so ist das im Prinzip aufgebaut. Das setzt ihr ganz normal ein. Hier rein, macht ihr fest, wie ihr das von der Messe gewohnt seid. Dann hier diesen Aufsatz draufstellen. Und jetzt reiben wir mal Möhren damit. Setzen wir das einfach hier drauf. Dann kommt hier der Deckel drauf. Dadurch, dass er halt durchsichtig ist, ist das vielleicht manchmal auch gar nicht mehr verkehrt. Zum Beispiel bei Schlagsahne schlagen oder so kann man dann den drauf anziehen und ja, sehen, wie die Schlagsahne schon geworden ist. Jetzt gibt es halt bei dem neuen Update neue Programme. Und hier steht auch Food Processor. Klicken wir drauf, da sieht man es. Und so, dann legen wir mal los. Ich lege die erste Möhre rein. Hier bleibt noch was zum Naschen. Das machen wir mal auf und gucken uns mit den Möhren an, wie die aussehen. Damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Dadurch, dass es natürlich hier kein Messer ist, ist es natürlich auch praktischer zum Rausholen. Kann man sich nicht verletzen, geht auch schneller. Jetzt machen wir dasselbe mit den Kartoffeln. Und natürlich passt nicht jede Kartoffel rein, also manche sind klar zu groß. Die habe ich jetzt mal halbiert. Im Prinzip ist das halt derselbe Aufsatz, nur halt wird er gedreht. Dann könnt ihr euch so in Scheiben was schneiden lassen. Der Dicke. Ich hoffe, ihr könnt es soweit gut erkennen. Das waren dann die ganzen Kartoffeln. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Überblick euch verschaffen. Das Zubehör gibt es momentan bei Lidl für 30 Euro. Könnt ihr euch bestellen, also 29,99 Euro, glaube ich, um ganz genau zu sein.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.